Die südlichen und westlichen Bundesländer haben ja am Freitag Feiertag aller Heiligen. Und dazu gibt es richtig schönes, traumhaftes Bergwetter mit sehr viel Sonnenschein und auch ungewöhnlich hohen Temperaturen, gerade im Hochgebirge. Hier auf der Zugspitze gibt es am Nachmittag Temperaturen bis zu rund 8 Grad. Und wenn es diese 8 Grad geben sollte, wäre das ein neuer November-Wärmerekord. Der alte liegt bei 7,4 Grad. Übrigens auch in der Nacht frostfrei. Wenn es leichten Frost oder Bodenfrost gibt, dann am ehesten in den Alpentälern. Da kann es relativ kalt werden. Im Norden Deutschlands ist der frühe Freitagmorgen ziemlich mild mit 10 bis 13 Grad durch dichte Wolken und teilweise Bögen, Wind. Im Süden können sich bei windschwachen Verhältnissen dann wieder Nebelfelder ausbreiten und die können sich in den Niederungen hartnäckig halten. Auf den Bergen dagegen, im Schwarzwald, auch in den Alpen, im Bayerischen Wald viel Sonnenschein. Auch im Thüringer Wald und im Erzgebirge sehr freundliches Wetter. In Norddeutschland dagegen alles grau und trüb. Im Laufe des Tages gibt es hier auch zeitweise Regen. Dementsprechend hier keine Sonne, in den Bergen dagegen sehr sonniges Wetter und Temperaturen mit Sonne in den höheren Lagen bis zu 19 Grad, bei Dauergrau nur 11 oder 12.